Bei den Freien Wählern Salzburg, dem ehemaligen Team Stronach, ist ein skurriler Machtkampf ausgebrochen. Bis auf Helmut Naderer sind da längst alle Mitglieder ausgetreten, vor allem Otto Konrad und Hans Mayer. Diese beiden wollten Naderer entmachten und haben ihn kürzlich abgewählt, was wiederum rechtlich gar nicht möglich ist, wie sich heute zeigt. Mehr von Andreas Heyer. In einer selbsterklärten Clubsitzung ohne den aktuellen Clubobmann der Freien Wähler Salzburg, Helmut Naderer, wählen sich Otto Konrad und Hans Mayer gegenseitig zum neuen Clubobmann und Stellvertreter und teilen dies per Brief dem Landtagspräsidenten mit. Nach der Prüfung durch den Landesligisten ist seit heute klar, dass die Wahl ungültig gewesen ist. Hans Mayer und Otto Konrad seien nie Mitglied der Freien Wähler Salzburg gewesen. Wir waren wirklich nie Mitglieder der Freien Wähler, wir waren von Team Stronach für Salzburg. Und wenn wir das Versteinerungsprinzip hernehmen, sind die Freien Wähler von Salzburg nach wie vor der gleiche Club. Wir reden hier vom Club und nicht der Partei. Und es ist nicht relevant. Und diese Auskunft habe ich von einem befreundeten Verfassungsrechtler aus Wien bekommen, der mich auch in diese Richtung beraten hat. Und ich warte jetzt einmal auf den Bescheid und dann schauen wir weiter. Gegen Bescheide kann man Einspruch erheben. 2013 gehören Helmut Naderer und Otto Konrad beide dem Team Stronach an. Doch 2015 kommt es zu Unstimmigkeiten. Nur Helmut Naderer verbleibt im Club der ursprünglichen Partei und benennt sie in Freie Wähler Salzburg um. Naderer kassiert dadurch auch weiter die Parteien- und Clubförderung. Konrads Ziel bei der nun versuchten Rückkehr sei es gewesen, herauszufinden, was mit dem Geld, immerhin 1,2 Millionen Euro in den vergangenen 5 Jahren, passiert sei. Wir haben hier einen ganz, ganz speziellen Fall. Man hat hier eine Person, die alleinig über dieses Geld verfügen kann, ohne Kontrolle, intern. In anderen Parteien ist es schon so, dass also Clubförderungen mit den Abgeordneten abgestimmt werden. Helmut Naderer will zu all dem nicht vor die Kamera. Er müsse nicht jeden Blödsinn kommentieren, heißt es auf die Anfrage wörtlich. Dieser Machtkampf markiert gleichzeitig auch die Rückkehr Hans Mayers auf die politische Bühne. Er ist im November als Wohnbaulandesrat zurückgetreten, nachdem er Kredite und Bürgschaften von Baufirmen bekommen hat. Aktuell ist er einfacher Landtagsabgeordneter und will bei der Landtagswahl mit seiner Salzburger Bürgergemeinschaft antreten.